Zum 125-Jahr-Jubiläum vom Offiziersmesser 1897 haben wir dieses Jahr, 125 Jahre später, das Replika produziert. Das heisst, wir werden die zwei Unterschiede anschauen von diesen zwei Messern, die aber auch das heutige Modell, der Spartan und das Replika, auch noch vergleichen. 1897 hat es noch keinen rostfreien Stahl gegeben. Das heisst, man hat das Offiziersmesser aus Kohlenstoffhaarstahl hergestellt. Heute aber nutzen wir natürlich rostfreien Stahl. Wenn wir zum Beispiel die Nieten anschauen, dann haben wir dazumals Stahl, Messing oder Neusilber genutzt. Und heute sind die Nieten in unserem Replika aus Neusilber. Auch wenn man die Platine sieht, das kann man ganz gut sehen, sind sie dazumals aus Messing gewesen. Das heisst, sie sind leicht gelblich. Und heute sind sie aus Aluminium und deshalb schön silber. In der Entwicklung war natürlich wichtig, dass wir alle Teile, die man von außen sieht, genau gleich nachbauen. Das heisst aber, innen dran haben wir natürlich die aktuelle Taschenmessertechnik genutzt und so die Öffnungs- und Schliesskräfte optimiert. Alle vom Replika bzw. damals vom Offiziersmesser ist ein bisschen anders als zum Spartan heutzutage. Das heisst, sie ist hier schön ausgespart, von außen ersichtlich in der Schale und ist spitzig und hat keine geschliffene Kante. Wenn wir die aber vom Spartan anschauen, dann sehen wir, ist sie versorgt im Messerkörper und ist hier scharf. Das heisst, die Kante ist geschliffen. Auch die Funktionen haben sich ein bisschen geändert. Das heisst, wir haben damals 6 Funktionen gehabt und heute sind es schon 12. Weil wir natürlich wollen unsere Werkzeuge multifunktionaler machen, das heisst, wir haben mehrere Funktionen pro Werkzeug, aber wir haben zum Beispiel auch wie hier noch ein Ringli dazu, eine Pinzette dazu und zum Beispiel auch einen Zahnstocher mit integriert. Der Dosenöffner zum Beispiel, die sieht ganz anders aus. Dazu ist auch die Funktion nun unterschiedlich. Um das zu zeigen, nehme ich gerade mal eine Büchse zur Hand. Das heisst, beim Spartan bewege ich den Dosenöffner gegen vorne, von mir weg. Wenn ich aber das Offiziersmesser, also das Replika, nehme, dann mache ich zuerst mit der Ahle ein Loch auf der Seite und setze es nachher dort an und ziehe zu mir. Wenn wir uns den Korkenzieher anschauen, dann gibt es von damals und heute auch Unterschied. Das heisst, damals haben wir ihn so gebaut wie eine Schraube. Das heisst, wenn man eine Flasche aufgemacht hat, hat es passieren, dass ein Teil des Korken ausbricht. Die Weiterentwicklung des Korkenzieher ist jetzt so, dass es einen Hohlraum hat, also ein Seil, und jetzt die Kräfte besser verteilt sind auf den Korken. Mit dem Replika 1897 Limited Edition verbinden wir Ursprung und modernste Technik. Damit feiern wir die Geburt von einer Ikone und unserer Marke.